Ja, hello again, Shalom und Hallo. Mein Name ist nicht Shelly Kupferberg. Für diejenigen, die heute Mittag schon da waren, war das jetzt ein Anknüpfungspunkt. Ich freue mich sehr, dass Sie noch da sind oder gekommen sind zum dritten und letzten Teil unseres heutigen Literaturtages, deutsch-israelischen Literaturtages. Zum Thema Faking Facts, ein sehr weites Gebiet. Und ich begrüße ganz herzlich unsere beiden Autoren für diese Session, Friedrich Arni und Dov Alfon. Welcome and Shalom. Wir haben es heute mit zwei Krimi-Autoren zu tun und vielleicht sind ja Krimis tatsächlich die literarische Form der Stunde. Denn ist es nicht kriminell, wenn der US-Präsident illegale Migranten Tiere nennt oder wenn der israelische Ministerpräsident zum Boykott von Medien aufruft, die ihn nicht unterstützen oder kritisch über ihn berichten? Oder wenn die Polizei hierzulande nach Anschlägen auf Flüchtlingsfamilien allzu oft zuerst Migranten verdächtigt? Dov Alfon und Friedrich Arni haben zwei Romane mitgebracht, die je auf eigene Weise die Gesellschaft und Politik in Israel und in Deutschland ausleuchten. Alfons Roman Unit 8200 spannt einen sehr weiten Bogen von Tel Aviv bis Paris, von Melbourne bis Macau. Und Friedrich Arni verbindet in seinem Roman all die unbewohnten Zimmer, München und Aleppo, Fürstenfeldbruch und Weimar. Am Anfang eine Frage an Sie beide, Friedrich Arni und Dov Alfon. Sie haben Dov Alfon lange 4 Jahre Ihres doch recht langen Militärdienstes in jener Geheimdienst-Unit, in dieser Geheimdiensteinheit gedient, eine sehr sagenumwobene, vielleicht können Sie uns nachher noch ein bisschen mehr dazu verraten, welche Aufgabe die hat. Und Sie haben auch als Reserveoffizier immer noch den Kontakt zur Armee gehalten in den vergangenen Jahren. Friedrich Arni, Sie haben viel im Polizei, in der Kriminalpolizei recherchiert. Meine Frage an Sie beide eingangs wäre, ob sich das Verhältnis zu Fakten in diesen Institutionen, in Ihrer Beobachtung eventuell geändert hat in den letzten Jahren. Vielleicht beginnen Sie, Dov Alfon. Okay. Ich nehme mal an, dass die wünschenswerte Antwort lauten sollte, nein. Aber ich kann nicht mit Nein antworten. Fakten sind augenscheinlich etwas, was messbar ist oder die man messen könnte, ist passiert oder nicht passiert. Die Zahl sind 1.000 oder 10.000. Die syrische Truppe ist direkt an der Grenze oder nicht. Aber Politiker wollen Antworten, die sie in einem gegebenen Moment brauchen. Und insofern gibt es durchaus die Möglichkeit, dass die Polizei, der Geheimdienst und die Polizei aufgrund des unermüdlichen Drucks, eine Antwort zu liefern, die nicht der Wirklichkeit entspricht, dass diejenigen zufriedenstellen, die ihnen das Gehalt erhöhen, die sie in Positionen bringen, die berufliche Laufbahn bestimmen. Die Einheit 8200 und der Geheimdienst hat dem Druck standgehalten bisher. Und deshalb ist Ministerpräsident Netanyahu dazu übergegangen, eine neue Einheit ins Leben zu rufen. Cyberkommand, einen bombastischen Namen hat er gewählt, die ihm direkt untersteht. Und von dieser Einheit kriegt er die Antworten, die er haben möchte. Auch das ist eine Art und Weise, wie man die Fakten respektiert oder absolut negiert. Friedrich Arni, welche Beobachtungen haben Sie in den letzten Jahren in der Kriminalpolizei gemacht? Naja, also ich würde das fast unterstreichen, also was Dov gerade erzählt hat. Ich glaube, dass die Polizei oder in dem Fall halt die Kriminalpolizei, die mit sehr viel mehr Öffentlichkeit zu tun hat als
andere Polizeiabteilungen. Das konnte man ja auch beobachten, sei es in Köln in der Silvesternacht oder bei anderen Ereignissen, wie die Polizei zunächst versucht, eine Wirklichkeit herzustellen, die ihr nutzt, die angenehm ist. Und wir haben das beim NSU-Prozess erlebt, und nicht nur beim Prozess, sondern auch vorher ja schon. Also ich lebe ja in München und etliche dieser Verbrechen sind ja im bayerischen Raum passiert. Wie sehr die Polizei daran interessiert war, die Zusammenhänge so in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es ihrem Weltbild, dem Weltbild der Polizei entspricht. Also zumindest das Weltbild derjenigen, die ermittelt haben. Sie haben es ja eingangs schon erwähnt, es ging immer darum, dass es auf jeden Fall einen Zusammenhang geben muss mit den privaten, mit den Biografien der Opfer und der Angehörigen und in keiner Weise mit möglicherweise einem politischen Hintergrund. Und solche Dinge kann man beobachten, auch bei Anschlägen, wo auch immer sie stattfinden mögen, dass die Polizei sehr daran interessiert ist, ihre Arbeit und ihr Image auf keinen Fall zu gefährden oder in eine Schieflage zu bringen. Da hat sich, denke ich, schon auch etwas verändert. Unit 8200 ist Dorf Alfons Debütroman. Vielleicht stellen wir mal kurz die deutsche Übersetzung aus dem Englischen, bei Rowohlt Polaris erschienen, in diesem Jahr gegen die hebräische Ausgabe. Da sehen Sie nämlich, welchen Unterschied es vom Ivrit zum Deutschen gibt. Es ist eine sehr reduzierte Sprache, das Ivrit. Laila Aroch be Paris heißt der Roman im Original, also Lange Nacht in Paris, übrigens auch die Stadt, in der Dorf Alfon heute lebt, als Korrespondent der israelischen Tageszeitung Haaretz. Hauptberuflich war er auch sehr lange mit Haaretz verbunden, unter anderem von 2008 bis 2011 als Chefredakteur. Aber auch schon seit den 80er Jahren hatte er zum Teil sehr wichtige Positionen in Haaretz inne, hat die Zeitung sehr beeinflusst, hat neue Bücher, unter anderem den Marker, ein monatliches Magazin, ein Business-Magazin, mitentwickelt, hat das Feuilleton verändert, das heißt seitdem Galeria. Er hat auch im Verlagswesen gearbeitet. Von 2004 bis 2008 war er Chefredakteur des Verlags Kinneret, in dem 2016 dann auch sein Roman erschienen ist. Er hatte außerdem 5 Jahre lang eine wöchentliche Kultursendung auf Channel 2 im Fernsehen. Also wir haben es hier mit einem Autor zu tun, der Informationen zu sammeln und zu vermitteln weiß und der nicht nur in einer Sprache zu Hause ist, sondern mindestens in zweien, also im Hebräischen und auch im Französischen. Geboren wurde er 1961 im tunesischen Sousse. Aufgewachsen ist er in Paris, bevor seine Familie an seinem 11. Geburtstag nach Israel emigrierte und nach Ashdod ging. Ihr Held, Seif Abadi im Roman, hat doch sehr starke biografische Ähnlichkeiten mit Ihnen. Das ist sicherlich kein Zufall. Haben Sie immer davon geträumt, sozusagen einen Romanhelden zu schaffen, der Ihre Biografie hat? Nein, das resultiert aus der Faulheit. Ich musste niemanden erfinden. Es war leichter, dass ich meine eigene Geschichte erzähle. Abadi, um die Handlung auf den Schultern tragen zu können, musste er ein Zweifler sein. Und musste an der Zeitspanne, in der wir heute leben, zweifeln. Viele seiner Zweifel teile ich. Und insofern bot es sich an, dass ich etwas schreibe, mit dem ich dann auch leben konnte.
Überhaupt scheinen sich die Figuren, die Hauptfiguren in den Romanen Friedrich Arnis und in dem Roman von Dov Alphon insofern sehr zu ähneln, als dass sie eher zweifeln als schnelle Antworten haben und eher ein Feingefühl haben für Details, die in der Luft liegen und eben nicht schnelle Lösungen suchen. Natürlich gibt es Autoren, die sehr rational und planvoll arbeiten und nicht so viel von ihrer Persönlichkeit einbringen müssen. Das haben Sie einmal geschrieben, Friedrich Arni. Bei anderen fußt das gesamte Schreiben auf einer Innenwelt, die extrem autobiografisch ist. Solche Schriftsteller delegieren viel an ihre Figuren. Zu dieser Sorte gehöre ich. Kann man also ihre Figuren okay. gewissermaßen als ihre nächsten Verwandten verstehen? Ich würde erst mal sagen, ich bin der Verwandte. Also die Figuren sind irgendwie vorher da. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass erst als ich was geschrieben hatte, irgendwie mit 11, 12 und dann mit 13 schon mehr, so Geschichten mit Figuren, dachte ich, jetzt gibt's mich endlich. Also da hat sich eigentlich nichts geändert. Ich fand diese Erklärung von Dov fantastisch, dass man da was schreibt. Und da muss man nicht so viel recherchieren, man macht das eben als sich, weil man das ist. Und ich habe das in diesem Buch auch gemacht mit einer Figur, so eine Frauenfigur, Fariza Nasri heißt die, und die irrt praktisch die gleiche Biografie wie ich, also Kind eines syrischen Vaters, der in Deutschland gelandet ist und so weiter. Blöderweise ist von dieser Biografie nahezu nichts in diesem Buch drin, weil einfach kein Platz mehr war. Und jetzt schreibe ich aber ein neues und versuche, das da unterzubringen. Und die Begründung war aber genau die gleiche, weil ich wusste, ich brauchte diese vierte Figur, es musste eben eine Frau sein, weil mache ich was falsch? Nein, das ist sehr. Und ich dachte mir, wo kommt die her, wie ist die? Und dann fiel mir ein, es gibt ja mich. Also, das bin halt ich als Frau. Bei der Polizei, was ich nie war, auch nie sein wollte. Aber also das hilft manchmal, wenn man einfach sagt, ja, ich bin's. Also wir können davon ausgehen, dass die Geschichte von Fariza Nasri weitergeht, weil sie ja doch ein sehr tragisches Ende am Roman findet. Ja, also sie überlebt. Immerhin. Schon mal eine gute Nachricht. Im Unterschied zu Dov Alephon lebt Friedrich Arni schon sehr lange mit seinen Hauptfiguren zusammen. Wir treffen nämlich in dem neuen Roman All die unbewohnten Zimmer jenen Tabor Süden wieder, dem Friedrich Arni schon 21 Romane gewidmet hat und der den Künstlernamen trägt, den sie sich selber mit 15, 16 gegeben haben. Wir treffen aber auch andere Figuren aus ihren Romanen wieder. Aber sie haben auch Gedichte geschrieben, Jugendbücher, Drehbücher, Hörspiele. Nun, ich bin ja auch schon alt, also ich bin ja schon 60. Aber nicht jeder in Ihrem Alter hat ein solches Oeuvre vorzuweisen. Krimis scheinen Ihnen am meisten zu liegen. Kein anderer Autor hat so oft den Deutschen Krimi-Preis gewonnen wie Sie. 7 Mal sogar. Ihre Romane sind auch oft verfilmt worden, unter anderem von Volker Schlöndorff. Was kann der Krimi Ihrer Meinung nach, Friedrich Arni, was andere Literaturformen nicht können? Na, also diese Unterscheidung finde ich schwierig. Im besten Fall kann der Krimi das Gleiche, was auch ein allgemeinbelletristisches Buch kann. Ich glaube, dass das Koordinatensystem des Kriminalromans es vielleicht vereinfacht, ohne dass es deswegen simpler wird, vereinfacht mehr oder weniger aktuelle Ereignisse oder Trends, Entwicklungen in einer Gesellschaft, in einer konkreten Gesellschaft abzubilden und sie in eine Form zu bringen, der man auch folgen kann, ohne jetzt gefällig sein zu müssen oder ranschmeißerisch. Aber ich denke, dass wenn man die Sachen liest, auch über die Jahrzehnte jetzt oder seit 100 Jahren Kriminalromane auch weltweit und in den letzten Jahren auch
diese neuen Neuerscheinungen, wie politisch und teilweise konkret diese Romane auf Zeitströme reagieren. Und ich finde das eigentlich eine spannende Sache, weil es fast teilweise informativ ist. Also man kann als Leser, lernt man und begreift vielleicht sogar manchmal etwas über Zusammenhänge, oder man hat auf jeden Fall auch einen Gewinn, sowohl im Kopf als auch vielleicht im Herzen. Sie stammen, man hört es auch ein bisschen durch, von Oberbayern. Sie sind 1959 in der oberbayerischen Gemeinde Kochel am See geboren. Ihr Vater, Sie hatten ihn schon erwähnt, kam als Medizinstudent aus Syrien nach München und lernte am Goethe-Institut in Kochel Deutsch. Meine Kollegin Shelley Kupferberg sagte ja zur Eröffnung der Literaturtage, dass sie dem Goethe-Institut überhaupt ihre Existenz verdankt, denn ihre Eltern haben sich im Goethe-Institut Tel Aviv kennengelernt. Nun ist es bei Ihnen so, dass es auch Sie gewissermaßen ohne das Goethe-Institut nicht gäbe, denn Ihr Vater hat, als er den Deutschkurs in Kochel besuchte, Ihre Mutter kennengelernt, die als schlesische Vertriebene in Kochel gestrandet war. Na ja, zwei Fremde zeugen in der Fremde einen Einheimischen. Und dieser Einheimische floh dann aber, so schnell er nur konnte, nach München. Ich bin nicht geflohen. das darf man nicht sagen. Aber wir hatten ja Familie in München. Also ich war Großteil meiner Kindheit und Jugend immer wieder in München. Gott sei Dank, weil dieses Dorf, also mit diesen Bergen ringsum und dem anderen Irrsinn, also das war schon gut für mich, dass München sehr nah war. Und ich bin eigentlich Münchner. Bin halt nur verkehrt geboren. Also. Trotzdem die Frage, welche Rolle spielt Ihr syrisch-schlesischer Migrationshintergrund? Ich habe vorhin von Shelley das schöne Wort Migräne-Hintergrund gelernt. Welche Rolle spielt der für Sie persönlich, für Schreiben heute? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass meine fast intensive Beschäftigung auch mit diesem Hintergrund und mit meiner Existenz als jemand, der 1959 da geboren wurde, umzingelt von Einheimischen und von Geflüchteten aus dem Sudetenland und aus Schlesien, und dazu im Goethe-Institut, also hochlebe das Goethe-Institut, von Menschen aus ganz anderen Regionen der Welt, unter anderem auch eben mein Vater, dass diese Beschäftigung eigentlich erst begann, als mein Vater verstarb vor 7 Jahren. Und ich habe dann plötzlich angefangen, Texte zu schreiben, auch Gedichte, die sind auch veröffentlicht worden inzwischen. Und dann, das war ungefähr parallel zu der Zeit, als auch in München große Aufmärsche stattfanden und wir dann diese Anti-Pegida-Versammlungen und so weiter, also man sich auch mit der Gegenwart beschäftigt hat. Und ich habe eigentlich dann immer, wenn ich gefragt wurde, ob ich auftrete, einen Text geschrieben, der sehr stark dann auch autobiografisch war, aber der einfach auch was sowohl mit meiner Biografie als auch mit der realen Gegenwart zu tun hatte. Und daher kamen die Sachen, die ich seitdem geschrieben habe. Vorher war das, mein Vater war sehr schweigsam, er hat nicht viel erzählt. Aber der hat noch den Anfang des Bürgerkriegs mitbekommen und das hat ihn sehr getroffen. Kommen wir zur Unit 8200 zurück. Ein sehr rasant komponierter Roman. Details aus der Welt des Geheimdienstes und der Politik werden sehr gekonnt gemischt mit Klischees tatsächlich, die wir aus Filmen kennen. Also James Bond lässt grüßen über die Welt der Geheimdienste. Kein Wunder, dass der Roman ein Bestseller in Israel war, in 10 Sprachen übersetzt wurde und inzwischen auch in einer israelisch-französischen Koproduktion als Serie verfilmt wird. Er ist auch für 2 Krimi-Preise nominiert, den britischen International Daggers Preis und den Le Grand Prix de Littérature Policière in Frankreich. Warum, Dov Alephon, hat der Journalismus Ihnen nicht gereicht? Warum musste es ein Roman sein, in dem Sie ja die korrupten Abgründe der israelischen Politik verarbeiten? Ach,
Was mich als Journalist frustriert hat und auch als Redakteur frustriert hat, war, dass die Leser nicht wirklich die Wahrheit wissen wollen. Man erzählt denen tagtäglich im Einzelnen Dinge, die recht deprimierend sind. Und die Leute abonnieren die Zeitung. Und wenn die Nachrichten, die man ihnen präsentiert, und sagen, dass das Rechtswesen zusammenbricht, dass die Wahrheit schon nicht mehr relevant und wichtig ist, dann wird jeder Mensch die Ohren schließen und die Zeitung diagonal lesen oder sich nur eine Nachricht vor Augen führen. Und ich hatte das Bedürfnis, in diese Dinge herauszuschreien. Wenn ich das als Zeitungsredakteur nicht machen kann, wenn ich die Israelis nicht zum Zuhören zwingen kann, dann habe ich zum Thriller gegriffen. Ich habe gesagt, das könnte eine gute Art und Weise sagen, dass ich das Gleiche im anderen Genre sage. Und ich wollte im Grunde versuchen zu erklären, wie die Welt tickt. Das habe ich erfahren als Offizier im Geheimdienst, aber auch als Redakteur in der Zeitung. Ich war den Entscheidungsträgern sehr, sehr nah. Und die Fiktion konnte mir dabei helfen. Das sagt nicht viel Positives über die Presse. Aber die Leute verstehen Netanyahu besser, nachdem sie meinen Roman gelesen haben. Also das sagen mir ganz, ganz viele Leute. Das war ein Riesenschlager in Israel, ein Bestseller. Und eine der wichtigsten Zeitungen hat die ganzen Details berichtet, tagtäglich. Und auf diese Art und Weise konnten sie das ungeheuerlich besser fassen. Also über die Geschichte war das ihnen zugänglicher. Und wir werden gleich einen Ausschnitt von Ihnen erst auf Ivrit und dann auf Deutsch von Andreas Beck gelesen hören. Der Roman, das erste Kapitel des Romans endet mit dem Satz: Es war 10.40 Uhr am Montag, dem 16. April. Und das letzte, 121. Kapitel, endet mit: Es war 14.40 Uhr am Dienstag, dem 17. April. Also hier die lange Nacht in Paris, also eine lange Nacht, die an einem halben Tag begann und dann in den Nachmittag des Folgetages hineingeht. Und wir hören das 20. Kapitel, das nur 5 Minuten nach dem Beginn der Erzählzeit spielt. השעה בירושלים הייתה 15:50 כאשר התקבלה בלשכת ראש הממשלה בקשת תגובה לידיעה שצפויה הייתה להיות משודרת במהדורת הערב. כמעט כל ערוצי הרדיו היו בשליטה ישירה של הלשכה. גם שני ערוצי טלוויזיה היו בפיקוח צמוד שלה. וערוץ נוסף היה בבעלות ישירה של התורם הגדול ביותר של ראש הממשלה, אלהון אוסטרלי ששלט בבתי קזינו מלאס וגאס עד מקאו. לערוצי הטלוויזיה היו גם אתרי אינטרנט ועיתונים, וגם אלה נענו ללחצים של הלשכה. אבל היו עדיין אמצעי תקשורת שלא היו נתונים למרותם. וכתב הטלוויזיה שהגיש את הבקשה לתגובה היה שייך לאחד מהם. מבחינתו של הדובר, עצם העובדה שחומר כזה נאסף, תוחקר, ומת, ועבר בחדרי עריכה, בלי שמישהו ממחלקת החדשות של הערוץ הרים לו טלפון, היה חמור מספיק. Aber die war Milchama. Vielen Dank, Tudaraba. Die deutsche Übersetzung aus dem Englischen, wie gesagt, im Rowohlt Verlag stammt von Gottfried Röckelein. Und das gesamte Kapitel liest jetzt Andreas Beck. In Jerusalem war es 15.50 Uhr, als das Büro des Premierministers telefonisch gebeten wurde, einen für die Abendnachrichten vorgesehenen Bericht zu kommentieren.
Fast alle Radiosender unterlagen der unmittelbaren Kontrolle durch das Büro. Zwei Fernsehsender standen ebenfalls unter seinen genauen Beobachtungen und ein weiterer Sender gehörte ohnehin dem größten Geldgeber des Premierministers, einem Schweizer Tycoon, der über Spielcasinos von den USA bis Macau gebot. Die Fernsehsender betrieben Websites und Zeitungen und auch diese unterwarfen sich den Anweisungen des Büros. Doch es gab auch Medienkanäle, die sich nicht hatten an die Leine legen lassen. Der TV-Reporter, der dem Büro die Bitte um Kommentierung übermittelt hatte, arbeitete für einen solchen. Für den Regierungssprecher war die bloße Tatsache, dass eine Nachricht dieses Inhalts bereits aufgenommen, analysiert, verifiziert und in den Schneideräumen aufbereitet worden war, ohne dass ihn jemand aus dem Nachrichtenredaktion angerufen hätte, schon ärgerlich genug. Aber der Bericht selbst war eine glatte Kriegserklärung. Kurz danach kamen die vier Berater zusammen und diskutierten die Frage des Reporters. Der Regierungssprecher gab sein Bestes, um für den amerikanischen Berater zu übersetzen. Die sind im Besitz eines Berichts des Außenministeriums, in dem behauptet wird, der Premierminister habe bei seinem letzten Besuch in Genf darauf bestanden, dass beim Rückflug nach Israel ein offizieller Besuch in Monte Carlo arrangiert wurde. Warum Monte Carlo? Wegen des Casinos? Klingt unwahrscheinlich. Zwar gab es keinen plausiblen Grund für einen Abstecher nach Monte Carlo auf Kosten der Steuerzahler, aber schließlich schafften sie es, eine Art Dinner mit ein paar Juden zustande zu bringen, die extra zu diesem Anlass aus Frankreich gekommen waren. Sie nannten es eine Benefizveranstaltung. Und das ist die ganze Story? Ein unnötiger Abstecher? Das gibt in keinem der großen Medien eine Schlagzeile her. Bei ihrer Ankunft im Hotel in Monte Carlo hat die Frau des Premierministers verlangt, dass man diesen Friseurmeister aus dem Salon Alexandre de Paris, wo Fürstin Grazia von Monaco Stammkundin war, holt und in die Suite des Premiers bringt. Nein. Nein, 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 bitte nein, sagte der amerikanische Berater und wiegte den Oberkörper hin und her wie beim Gebet. Die israelische Konsulin in Monaco versuchte, die Unmöglichkeit des Ansinnens zu erklären, war aber erwartungsgemäß gezwungen nachzugeben. Der Stylist wurde folglich bestellt und traf mit einem achtköpfigen Team ein. 3 Stunden später hat er ein Selfie mit der Frau des Premiers gemacht. Der Sender behauptet, das Foto zu haben. Bitte sag mir, dass sie den Friseur aus eigener Tasche bezahlt hat, sagt der amerikanische Berater. Der Friseur hatte die Frau des Premiers gefragt, wohin er die Rechnung schicken solle, und sie hat ihm gesagt, dass sie mit solchen Sachen nichts zu tun habe. Sie hat ihn aufgefordert, den Betrag auf die Zimmerrechnung zu setzen. Bitte sag mir, dass das Hotel sich geweigert hat und die ganze Geschichte bloß darauf hinausläuft, dass man irgendeinen dahergelaufenen Friseur Geld schuldet, sagte der amerikanische Berater. Das Hotel hat akzeptiert. Die Rezeption hat den Betrag auf die Zimmerrechnung gesetzt, einschließlich Mehrwertsteuer, aber ohne Trinkgeld. Womit sich erklärt, warum das Foto in die Hände eines Reporters gelangt ist, sagte der politische Berater und stöhnte. Am nächsten Tag beim Auschecken aus dem Hotel zeigte sich die Konsulin über die Ausgaben erstaunt und fragte den Premier, warum diese Rechnung zu den Kosten für die Suite hinzugefügt wurde. Und der Premier hat sich entschuldigt und gesagt, es sei ein Versehen, sagte der amerikanische Berater, als Versuch, die Wende der Ereignisse vorwegzunehmen. Der Premier hat die Konsulin angeschrien, sie solle ihn nicht mit Problemen belästigen, für deren Lösung sie selbst zuständig sei. Sie hat dann im Außenministerium rückgefragt, wo man entschieden hat, den Haarschnitt bei den Reisekosten mit zu verrechnen, und zwar unter dem einzig möglichen Titel. Bitte,
Bitte sag mir, dass der einen langweiligen bürokratischen Namen hat. Der Titel lautete Unvorhergesehene Sicherheitsausgaben. Im Raum wurde es still. Das ist nicht gut, sagte der amerikanische Berater. Nein, das ist es nicht, stimmte der Regierungssprecher zu. Der Haarschnitt der Gattin des Premierministers hat den Steuerzahler 1250 Euro gekostet, einschließlich Spülen und Föhnen. Sie analysierten die Informationen. In ihrem Gewerbe bewertete man Informationen nicht nach Wichtigkeit oder Glaubwürdigkeit, sondern nach deren publizistischem und medialem Potenzial. Je länger sie sich die Details besahen, desto weniger positiv Verwertbares entdeckten sie. Nur einen Schaden von lawinenartigen Ausmaßen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Ganze frontal angehen können, sagte der strategische Berater schließlich. Es handelt sich zwar um eine banale Korruptionsgeschichte, die Leute aber sofort durchschauen werden. Es ist etwas anders, als die Ermittlung des Ausschusses für Industrieanleihen zu behindern. Entschuldige mal, aber der Premierminister hat doch nichts falsch gemacht. Es war eindeutig ein Fehler seitens des Außenministeriums, sagte der politische Berater. Ach, das spielt doch keine Rolle, sagte der amerikanische Berater kurz angebunden. Es handelt sich um die Frisur seiner Frau, um einen eigenwilligen Abstecher, um einen Haarschnitt für 1250 Euro, um unvorhergesehene Sicherheitsausgaben. Das Ganze ist schon an sich ein schlechter Witz. Dann reagieren wir eben indirekt darauf, schlug der Regierungssprecher vor. Wir ersticken es mit einer größeren Story. Vielleicht mit einer militärischen Bedrohung. Wir können in so kurzer Zeit keine militärische Bedrohung erfinden, sagte der strategische Berater. Außerdem werden wir damit nicht bis zu den Abendnachrichten warten. Die werden das tröpfchenweise in den Programmvorschauen bringen und uns bleiben 2 Stunden, maximal. Hatten wir nicht heute früh was Militärisches über diesen Israeli, der in Paris entführt wurde? Fragte der politische Berater. Er wurde wahrscheinlich ermordet, aber es gibt noch keine Leiche, sagte der Regierungssprecher. Wunderbar, rief der amerikanische Berater aus. Riesensache. Maulkorberlass aufgehoben, ein Israeli in Paris gekidnappt. Regierung vermutet antijüdische Motive. Premierminister hat französischen Amtskollegen kontaktiert und ihn zum Eingreifen gedrängt. Haben wir Bilder? Ich habe allerdings inzwischen mit dem obersten Militärberater gesprochen und der sagt, man sei jetzt sicher, dass die Entführung nichts mit der israelischen Staatsangehörigkeit zu tun hat, sondern dass es sich um einen kriminellen Fall von Personenverwechslung handelt, sagte der Sprecher. Was ist der denn für einer? Ist er der Sprecher des IS? Wie kann er sich über das Motiv sicher sein? Wettete der Amerikaner. Es ist unser Job, lachhafte Spekulationen zu präsentieren, nicht seiner. Ich habe gefragt, ob wir Fotos haben. Wir haben mehr als nur Fotos, sagte der Sprecher. Wir haben Bildmaterial der El Al-Überwachungskamera, auf dem man die Frau sieht, die ihn entführt hat. Die Frau? Ein echter Hingucker, wenn ich das richtig verstanden habe. Worauf warten wir denn noch? Fragte der strategische Berater. Wir geben das Material an alle Medien, und zwar als Eilmeldung, und kündigen entsprechende Maßnahmen an. Der Premier wird vom Minister für öffentliche Sicherheit ständig auf dem Laufenden gehalten, alle Nachrichtendienste ermitteln. Der Klagemauer-Rabbi hat ein besonderes Gebet gesprochen. Der Mossad ist alarmiert und der Schabak informiert. Ich muss das erst mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister absprechen. Gott bewahre. Du arbeitest nur mit der Polizei zusammen. Ich will nicht, dass uns der Militärberater in die Quere kommt. Vor nicht mal einer Stunde haben wir allen Medien erzählt, es wäre ein banaler krimineller Vorfall, erinnert sie der Sprecher.
Und in der Zwischenzeit haben wir neue Informationen erhalten, sagte der Amerikaner ruhig. Dieser sicherheitsrelevante Vorfall wird euch aus Monaco vom Friseursalon Alexandre de Paris serviert. Auf geht's, die Zeit läuft. Vielen Dank. Ja, davon, wir dürfen und sollen uns an die Korruptionsvorwürfe gegen Benjamin Netanyahu und seine Frau Sarah erinnert fühlen. Aber was ist eigentlich stärker, die Fiktion oder die Realität? Manchmal hört man Dinge, die man als Journalist nicht veröffentlichen kann, weil dieses Ehepaar auf Kosten der Steuerzahler viele Juristen beschäftigen, die einen verklagen können. Sieht das übertrieben aus? Das war wirklich eine erstaunliche Lesung. Also dass, wenn das übertrieben klingt, dann nur, weil Sie das Paar Netanyahu nicht kennen. Wenn Sie die getroffen hätten, wie ich sie getroffen habe, wenn Sie die Telefonanrufe angenommen hätten, wie ich, dann würden Sie mir glauben, dass die Fiktion noch viel schwächer als die wirklichen Fakten sind. Wissen, dass dieser Punkt, dieser Friseurbesuch in Monte Carlo oder was Monaco, nur sozusagen eine Nebengeschichte ist in einer viel größeren finanziellen Verstrickung, die tatsächlich mit diesem entführten Israeli in Paris zu tun hat. Sehr, sehr dunkle Seiten, große Abgründe tun sich da auf. Wir können das jetzt nicht alles nacherzählen. Sie müssen den Roman einfach lesen und am besten, wenn Sie am Ende angekommen ist, fangen Sie vorne wieder an. Da wird nochmal alles viel klarer. So viel aber können wir verraten. Ein Schweizer Multimilliardär, der auch an Sheldon Adelson erinnert, ein Mann, der mit Spielcasinos in den USA, in Europa und Macau reich geworden ist, spielt dabei eine wichtige Rolle. Ein chinesisches Killerkommando, das Casinos in Macau kontrolliert. Ein gelangweilter Underdog-Mitarbeiter in der Unit 8200. Und nun ja, ein Geheimdienst-Traumpaar, das für die Rettung Israels vor dem eigenen Machtapparat Kopf und Kragen riskiert. Das sind sehr attraktive, gut aussehende zwei Figuren, die miteinander, die dann in, also sich ineinander verlieben. Also nicht nur, weil es der Plot verlangt, nicht nur, weil es eine tolle Erzählung ist, sondern auch, weil Sie daran glauben, dass es noch Figuren im Geheimdienstapparat gibt, die tatsächlich gewissermaßen für die Aufklärung und für die Tatsachen, für echte Fakten stehen, haben Sie von diesen beiden erzählt. Ken. Ich glaube, der Beruf eines Geheimdienstoffiziers, man Analytiker ist oder Informationen sammelt, verlangt Charaktereigenschaften, die denen eines Journalisten oder Polizisten ähneln. Viele Leute lieben dort die Wahrheit im Geheimdienst und suchen eine professionelle Herausforderung, um die Wahrheit zu interpretieren, auszulegen. Und das geschieht natürlich unter Leitern oder die die Realität verstecken wollen. Das heißt, sie sind in einer Konfliktsituation, die psychologisch tiefgründig ist und auch moralisch problematisch ist. Und sie suchen nach Schutzmaßnahmen. Und das habe ich versucht hier zu beschreiben. Wie Friedrich schon geantwortet hat, dieses Genre verlangt einen Gerechten, obwohl das System ungerecht ist. Und das ist die Motivation von einigen meiner Protagonisten. Die machen gute Arbeit in ihrer Profession, aber nur, wenn der Boss einen hasst. Denn man ist gegen das System, immer gegen den Apparat. Und das ist ein Zeichen, dass man gute Arbeit leistet, wenn das so gegeben ist. Und das wollte ich beschreiben.
Beitrag für die Berliner Zeitung ein Zitat aus Ihrem Buch verwendet, das ich kurz vorlesen möchte. Das Lenkungsgremium des Staates wurde von einem fleischfressenden Virus kontrolliert, welches das normale Immunsystem, Justiz, Medien, Armee und Geheimdienste dazu benutzte, die eigenen Organe in einem Ausmaß irrezuführen, dass es unmöglich geworden war, zwischen dem gesunden Körper und dem Virus zu unterscheiden. Wie genau würden Sie diesen Virus beschreiben? Was genau meinen Sie mit diesem Virus? Wenn man ein System aufbaut der Unwahrheiten, wenn eine Welt schafft von der absoluten Fiktion, vielleicht gibt es eine militärische Bedrohung, vielleicht existiert sie auch nicht. Der oberste Richter muss zurücktreten, weil er ein Linker ist, weil wir die Nase von ihm voll haben. Oder die Mexikaner bedrohen die USA. Oder wenn man sagt, England, das aus der EU ausscheidet, dann wird das Pound zur stärksten Währung, dann wird es dort keine Migranten mehr geben. Dann schafft man eine Welt, an die die Naiven glauben wollen. Man selbst fängt an, den eigenen Lügen zu glauben. Und dieser Virus ist dann so geartet, dass unsere Führungspersönlichkeiten, nicht eure, unsere, noch nicht eure, unsere, dass unsere Führungspersönlichkeiten schon nicht mehr wissen, wo die Wahrheit liegt, wo die Unwahrheit ist. Und wenn man mit Netanyahu spricht, dann ist er überzeugt, dass er das Gottes großes Geschenk an das jüdische Volk ist, und zwar seit den Zeiten von König David. Er sei der Einzige, der Israel aus seiner prekären Lage retten kann. Und wenn er stirbt, wenn er überhaupt mal stirbt, dann wird Israel verschwinden. Und dieser Virus in ihm wird überhand genommen im Laufe der Jahre. Und er glaubt der Fiktion, die er selbst geschaffen hat. Und diese Fiktion haben auch seine Berater geschaffen. In dieser Situation befindet er sich. Und so dieses Land zu führen, das Land, das durchaus Probleme hat, wird entweder eine zur Tragödie oder zu einer Farce. Und Sie können selbst entscheiden, was dieses Buch beschreibt. Anis Roman kämpfen vielleicht weniger gegen ihre Vorgesetzten als vielmehr mit Dämonen ihrer eigenen Vergangenheit. Ein Motto ihres Buches lautet: Mit einer schönen Wunde wurde ich geboren. Wo habe ich es denn? Da oben. Mit einer schönen Wunde kam ich auf die Welt, das war meine ganze Ausstattung. Das ist ein Satz von Franz Kafka aus der Erzählung Ein Landarzt. Ihre Hauptfiguren sind aber vielleicht nicht mit einer Wunde auf die Welt gekommen, aber auf jeden Fall hat ihnen das Leben Wunden zugefügt. Und ich habe den Eindruck, die können besser für andere sorgen als für sich selbst. Verraten Sie uns, ja, aber vielleicht lege ich damit ganz falsch. Es gibt diesen schönen Satz, ein Vers aus einem Song von Bob Dylan, der Song heißt I and I, und da kommt dieser wirklich wunderbare Satz vor: I make shoes for everyone, even you, while I still go barefoot. Und so sind meine Figuren eigentlich auch alle. Ja. Nicht die Polizisten, da habe ich's besser als Dorf, weil die sind schon am Ende ihrer Laufbahn und haben mit dem Apparat nicht mehr so viel zu tun. Aber alle anderen Figuren sind natürlich beschädigt, weil sie in einer Gesellschaft leben und in einem Umfeld, in dem jeder, der noch ein Herz im Kopf hat, früher oder später beschädigt wird, weil er nicht mehr damit zurande kommt und sich wehrt, und das Wehren ist halt oft schwierig und manchmal unterliegt man eben. Aber ich versuche zu beschreiben, dass den Weg dorthin bis zu dieser Tür, dass sie vielleicht doch noch
das Überleben schaffen. Aber schwierig. Also vielleicht muss ich dazu sagen, nicht, dass ich jetzt so völlig in Depressionen verfallen, weil es ist schon ein Noir-Roman, also es ist schon viel Finsternis da. Aber es gibt auch viele Lagerfeuer, glaube ich. Es gibt schon Szenen und Figuren, die einen Wärmewert haben. Ah, die sind alle ganz liebenswert und warm tatsächlich. Und sie tragen wunderbare Namen. Nicht nur Taber Süden taucht dort auf, sondern auch Polonius Fischer, ein ehemaliger Mönch, der inzwischen Leiter Hauptkommissar ist. Jakob Frank taucht dort wieder auf. Sowohl Polonius Fischer als auch Jakob Frank hat Friedrich Arni schon mehrere Romane gewidmet. Jakob Frank, ein pensionierter Leiter einer Mordkommission, der aber immer wieder zurückkehren muss. Weil er Todesnachrichten überbringt. Ein Job in der Polizei, den natürlich niemand gern macht, ist sehr klar. Und dieser Mann hat das irgendwann erkannt, als er noch im Dienst war, dass er das irgendwie kann. Es hat seiner Ehe nicht gut getan und seine Frau sagt auch, seine Ex-Frau, dass es auch ihm eigentlich nicht so richtig gut getan hat. Aber wahrscheinlich den Menschen, zu denen er hinkam, hat es gut getan. Und deswegen macht er das immer noch, auch nach seiner Pensionierung. All die unbewohnten Zimmer heißt der Roman. Warum eigentlich? Das ist ja mal eine Frage. Erstens, weil er gut klingt, also und weil er wirklich davon handelt, dass eben viele Zimmer leer geblieben sind im Laufe verschiedener Leben, die ich versuche hier zu erzählen. Also die unbewohnten Zimmer sind ja auch, heißt ja auch, dass die mal bewohnt waren. Wahrscheinlich. Und jetzt nicht mehr. Und es geht um Unbehaustheit. Geht es eigentlich immer bei mir. Aber diesmal habe ich den richtigen Titel gefunden. Ist ja auch ein wunderschöner Titel. Danke, danke. Unbehaust sind auch die beiden syrischen Kinder, von denen wir jetzt hören werden in dem Ausschnitt, den Friedrich Arni lesen wird. Syrische Kinder, die fliehen mussten vor dem Krieg in Aleppo. Ja, aber es ist eben nicht... Also diese beiden Kinder, Buben, sind nicht jetzt geflohen oder so. Sie sind schon länger da. Sie sind direkt am Anfang des Krieges, sind sie mit ihrem Vater weg und sind eigentlich schon angekommen, sind auch integriert. Aber was ihr Vater vielleicht manchmal unterschätzt, ist, dass sie doch, wie es bei Jans Katschel einmal heißt, bei dem Dichter, im Herzen barfuß sind. Du weißt doch, dass sie nie mehr kommen wird, sagte Mohammed zu seinem Bruder. Das stimmt nicht. Wir sind weggegangen von zu Hause, weil Krieg war. Und warum ist die Mama nicht mitgekommen? Warum hat sie uns allein gelassen? Sie hat uns nicht allein gelassen. Sie hat sich um die Oma kümmern müssen. Die war krank, weißt du. Weißt du das nicht mehr? Nein. Die Mama kommt nicht und die Oma auch nicht. Warum denn nicht? Die Antwort hatte Mohammed schon 100 Mal gegeben. Er würde sie noch 100 Mal geben. Sie sind gestorben im Krieg und wir wären auch gestorben, wenn wir da geblieben wären. Erinnerst du dich, wie wir in der Nacht durch die Stadt gelaufen sind? Du bist da und gestolpert und hingefallen. Gar nicht wahr. Ich habe dich aufgehoben und getragen. Da war ein Hubschrauber über uns am Himmel. Vor der Tür von Onkel Abbas bist du eingeschlafen. Als hätte er all das, hatte er seinem Bruder schon so oft erzählt, dass er bald selbst nicht mehr wusste, ob die Geschichte sich tatsächlich so zugetragen hatte oder ob er nur die Worte seines Vaters wiederholte, der manchmal, wenn er abends von der Arbeit nach Hause kam und sich auf den Küchenstuhl fallen ließ, unvermittelt zu weinen anfing. Um sich zu beruhigen, glaubte Mohammed, erzählte sein Vater dann wieder von jener Nacht, als in der Stadt die erste Bombe explodiert war und das Haus der Familie Farah zerstört und 9 Menschen getötet hatte. Du erfindest immer Sachen, sagte Hassim. Was hast du heute in der Schule gelernt? Nichts,
Siehst du, du lügst. Ich lüg nicht. Dann sei ehrlich. Ich war nicht in der Schule. Du hast geschwänzt, das darfst du nicht, Hasim. Du kriegst einen Verweis und darfst nicht mehr hingehen. Du bist dumm. In Deutschland muss man in die Schule gehen, das ist ein Gesetz. Stimmt. Und warum hast du dann geschwänzt? Hab ich gar nicht. Du hast gesagt, du bist nicht in der Schule gewesen. War ich auch nicht. Wir waren im Tierpark, die ganze Klasse, mit Frau Lieberg und Frau Feigl. Toll. Und welche Tiere hast du gesehen? Alle. Denkst du, ich gehe in den Tierpark und schaue kein Tier an? Welche haben dir besonders gefallen? Die Murmeltiere. Warum? Die sind so schlau. Wenn die Winterschlaf machen, dann machen sie trotzdem auf, so ungefähr einmal im Monat. Sie kommen raus und gehen zum Bieseln und dann schlafen sie wieder ein. Echt? Und welche Tiere haben dir noch gefallen? Die Äffchen mit den langen Armen, die springen rum und können sich überall festhalten. Schnell sind die, super schnell. Die Totenkopfaffen sind auch cool. Ich habe eine Schildkröte gesehen, die ist 100 Jahre alt. Die lebt vielleicht noch 100 Jahre. Die Eisbären waren irgendwie sauer, die haben finster geschaut. Die Robben waren lustig, die sind rumgehüpft und haben gelacht. Hast du auch ein Kamel gesehen? Ja, die haben mir nicht gefallen. Warum nicht? Weiß nicht, sind nicht so schön wie unsere. Eine Zeit lang sagte Hasim nichts mehr. Er ließ den Kopf sinken. Wieso ist die Mama nicht mit uns mitgekommen? Und die Oma, wieso denn nicht? Hör auf, Hasim, du weißt doch das alles. Weiß ich gar nicht, du lügst, Papa lügt auch. Ich glaube euch kein Wort. Ich warte hier so lange, bis sie kommt. Es ist kalt, wir können hier nicht bleiben. Mir ist kalt, du lügst schon wieder. Du zitterst, du hast eine Gänsehaut. Ich bin keine Gans, du bist eine Gans. Hasim klemmte die Hände unter die Oberschenkel und machte sich schwer. Wenn Mama tot wäre, würde sie nicht in meinem Traum sein. Und sie ist oft da, sie ist gar nicht tot. Sie lacht und macht Bulgur für uns alle, auch für die Oma. Alle sind da und du lügst. Mohammed hatte seinen Vater gefragt, was er tun solle, falls der Kleine ihn wieder nach der Mutter fragte, und nicht davon abzubringen war, zu glauben, dass sie noch lebte. Sein Vater meinte, Hasim habe die Wahrheit schon begriffen, er könne ihn nur nicht loslassen. Das hatte Mohammed nicht verstanden. Was, fragte er sich, sollte sein kleiner Bruder loslassen? Die Erinnerung, wozu? Wieso sollte er seine Mama loslassen, seine Oma, Onkel Abbas und seine Freunde, von denen wahrscheinlich viele inzwischen gestorben waren oder keine Häuser mehr hatten, keine Kinderzimmer, niemand musste was loslassen, das wunderschön war. Du bist wie Papa. Hasim schaute seinen Bruder extra nicht an. Du bist nicht richtig zu mir, du bist falsch. Wie meinst du das? Du weißt schon, wie ich das meine, du bist nicht echt. Das ist gemein, dass du sowas sagst. Du bist gemein, du bist der gemeinste von allen. Hast du Hunger, Hasim? Soll ich uns eine Breze holen und du wartest derweil hier? Nein, geh weg. Wollen wir raten? Aus welchem Land der dunkle Mann davon kommt. Ich wette, er ist aus Afrika. Sag mir, wann Mama wiederkommt. Ach, Hasim, was ist denn heute wieder mit dir los? Nichts ist los. Ich denke die ganze Zeit an Mama und du nicht. Ich denke genauso oft an sie wie du. Wie willst du das wissen, wann ich an Mama denke? Du hast keine Ahnung, was ich denke. Das geht dir auch nichts an. Wir denken alle jeden Tag an Mama. Du und ich und Papa, wir alle. Tut ihr gar nicht. Ihr schaut bloß die Bilder an der Wand an. Wir beten und denken an sie. Wir vermissen sie so sehr wie du. Stimmt gar nicht. Doch, Hasim. Nein. Doch, ich schwör's. Du lügst schon wieder. Hör auf. Siehst du, du willst, dass ich still bin, weil du das nicht aushältst, was ich sag. Weil das stimmt, was ich sag. Und das willst du nicht hören. Willst du meine Jacke anziehen? Du zitterst. Deine Jacke mag ich nicht. Und der Mann ist gar nicht aus Afrika. Der ist aus Syrien. Er hat eine viel dunklere Haut als die Menschen in Syrien. Das kannst du gar nicht sehen, der ist viel zu weit weg. Sollen wir hingehen und ihn fragen? Spinnst du? Wir können ihn doch fragen, wo er herkommt. Das macht man nicht. Mohammed lächelte. Hasim schaute ihn immer noch nicht an. Darf man jemanden nicht fragen, aus welchem Land er stammt? Nein. Warum nicht? Weil das egal ist, wo jemand herkommt, wenn er ganz alleine ist. Glaubst du, der Mann ist ganz allein? Siehst du das nicht? Er steht am Bahnsteig und wartet vielleicht auf jemand. Der Mann war beim letzten Mal auch schon da. Niemand ist zu ihm gekommen. Er ist ganz alleine, so wie ich. Ich bin doch da. Ja, aber du glaubst mir nicht. Du passt bloß auf, dass ich nicht zurücklaufe nach Syrien. Ich bin hier, weil du mein Bruder bist und weil ich lieber mit dir zusammen bin als mit jemand anderem.
will wieder nach Haus. Dann lass uns gehen. Bis nach Aleppo? Unser Zuhause ist in der Hildewoldstraße. Hasim schüttelte den Kopf. Er strampelte mit den Füßen und trommelte mit seinen Turnschuhen auf den Asphalt. Unter den Oberschenkeln hatte er die Hände zu Fäusten geballt. Er war so wütend, dass er fast keine Luft mehr bekam. Aus seinem Mund waren Laute zu hören, die seinen Bruder erschreckten. »Ist dir schlecht, Hasim?« Sein Bruder trommelte immer wilder. Sein Kopf flog hin und her. Schlagartig hörte Hasim auf. »Mir ist nicht schlecht. Ich will, dass der Zug kommt. Der muss kommen, jetzt gleich, bitte.« Mohammed tat, was er in solchen Momenten immer tat. Behutsam legte er Hasims Kopf an seine Schulter, gab ihm einen Kopfkuss und streichelte ihm die Wange. Vielen Dank. Vielen Dank. Unheimlich rührende Passage. Allerdings rühren diese Kinder offenbar die Polizeibeamten, die einen Mordfall an einem jungen Polizisten ermitteln, nicht besonders. Dieser Polizist ist in der Nähe einer rechtsradikalen Demo mit einem Pflasterstein erschlagen worden und die Kinder waren zufällig in der Nähe und werden verdächtigt von dieser Familie. Beruht das auf einem realistischen Fall? Manchmal beziehen Sie ja reale Fälle in Ihre Bücher ein. Dieser Fall nicht, also dieser Fall in dem Roman nicht, aber das Verhalten der Ermittler, bestimmter Ermittler in dem Buch, bezieht sich auf wahre Fälle. Alles überhaupt, das ist eher ein Roman, auch der sehr, sehr stark geprägt ist von realen Ereignissen, die ich etwas verändert habe. Aber ich hätte das nicht schreiben können ohne die Wirklichkeit dahinter. Und es hat mich interessiert, eben diese Geschichte, diese zwei Buben und des Vaters, die in diese Fahndung hineingeraten, voller Unschuld. Und die dann ja noch einen seltsamen Fürsprecher finden. Also diese Dramatik dieser Kinder zieht sich durch das ganze Buch durch. Ja. Sie haben mal geschrieben, unscheinbare Menschen in schlecht beleuchteten Zimmern, das ist mein Personal. Teilen Sie die Meinung, dass der Erfolg der AfD auch daher rührt, dass Menschen, die vielleicht eher in schlecht beleuchteten Zimmern leben, von den traditionellen Parteien zu lange übersehen wurden? Gewagte Brücke jetzt von meinen Figuren. Gebe ich zu. Aber also dieses Stichwort übersehen von den sogenannten etablierten Parteien, das ist ja, glaube ich, also das kommt mir immer sehr seltsam vor, weil ich glaube, das Gefühl, übersehen zu werden, von der Politik oder von Politikern ist ja überhaupt nicht neu. Also das ist ja, das kann man ja schon mal bekommen, wenn man sich mit den politischen Ereignissen beschäftigt. Aber es gibt noch lange keinen Grund, dass man deswegen eine rassistische Partei wählen muss. Und das ist schon noch mal ein Unterschied. Also ich glaube, dass die Motivation, eine Partei wie die AfD zu wählen oder überhaupt sich mit Leuten anzufreunden, sei es jetzt auch nur im Kopf oder mental, die antidemokratisch sind und eigentlich das alles abschaffen wollen, was uns allen dient, dass diese Motivation höchst dubios ist und möglicherweise gar keine Motivation ist, sondern nur ein Trotz ist. Ein Trotz gegen etwas, das man wahrscheinlich nicht einmal benennen kann. Weil man kann ja nicht allen Ernstes sagen, Geflüchtete nehmen uns irgendwas weg. Das kann man einfach nicht sagen. Das ist einfach, das ist ein Irrsinn. Und da gibt es noch andere Beispiele dafür. Das sind ja auch Leute, die wählen eine Partei, die sagt, es gibt keinen Klimawandel. Das ist so, als würde eine Partei sagen, es gibt keine Armut. Die wähle ich aber jetzt, weil dann ist die Armut weg. Und also,
ich tue mir da schwer. Ja? Also ich möchte übrigens dann noch mal betonen, dass meine unscheinbaren Menschen in meinen schlecht beleuchteten Zimmern auf gar keinen Fall AfD wählen. Das liest sich auch nicht so, tatsächlich. In Ihrem Roman wird sehr deutlich auf alle von, wie weit der Ministerpräsident von seiner Bevölkerung entfernt ist, in welcher eigenen Welt er lebt und versucht, diese eigene Welt zu vertuschen durch Sicherheitsbedrohungen, die inszeniert werden zum Teil. Wie erklären Sie sich dennoch die Tatsache, dass doch ein Großteil der israelischen Bevölkerung immer noch Netanyahu wählt und sicherlich auch in den anstehenden Wahlen Netanyahu wählen wird? Technisch wählt das Gros der Israelis, und das ist schon das dritte Mal, wir wählen nicht für Netanyahu. Das ist schon das dritte Mal, dass er zum Ministerpräsidenten oder mit der Regierungszusammenstellung beauftragt wird, weil er Koalitionen herbeiführen kann mit Rechten und Religionsparteien, obgleich er weniger Stimmen als der Gegenkandidat erhalten hat. Das ist natürlich, der Unterschied ist gering, aber dennoch ist es nicht richtig, dass das Gros der Israelis Netanyahu wählt. Aber zu viele Israelis wählen Netanyahu, und das ermöglicht ihm, unterschiedliche Koalitionen einzugehen. Da gibt es politische Bestechung. Auf diese Art und Weise wird er zum Ministerpräsidenten. Tzipi Livni hat das nicht geschafft, und andere Oppositionskandidaten haben das auch nicht geschafft, die mehr Stimmen als er bekommen hat. Die erste Antwort lautet, er überlebt, weil er keine politische Verantwortung trägt oder nicht übernimmt. Und weil er kurzfristig denkt, wie jeder populistische Politiker auf der Welt, die denken nur kurzfristig und er will jetzt dem Gefängnis entrinnen. Die israelischen Gefängnisse sind weniger bequem als deutsche Gefängnisse. Und das gibt ihm eine große Motivation. Er zahlt dann mit politischer Bestechung. Wenn er jetzt nicht zum Premier wird, wird er ins Gefängnis gehen. Der Grund, es gibt 4 Anklagen und es gibt Staatszeugen und tausende Recherchen. Und der einzige Grund ist, weil er Premier ist, weil er die einzelnen Vertreter im Rechtswesen, den Rechtsberater, den Staatsanwalt, den Polizeikommandanten austauscht als Premier. Damit gewinnt er Zeit von einer Amtszeit zur anderen. Und deshalb gibt es so schnell wieder neue Wahlen. Er muss immer wieder neu hin und her manövrieren, um dem Gefängnis zu entrinnen. Und warum wählt noch immer so viele Leute Netanyahu, wenn es gleich nicht die Mehrheit ist? Ich glaube, in Israel und auch in anderen Ländern gibt es so etwas wie einen stumme Wut, eine riesige Wut in breiten Bevölkerungsschichten. Und diese Leute glauben, dass Israel nach vorne schreitet. Das ist der Demokratie, der Hightech und der Bildung zu verdanken. Und sie haben nicht Teil daran. Sie sind in peripheren Kleinstädten zurückgeblieben, haben keinen Zugang, können das Leben ihrer Kinder nicht verändern. Und selbst wenn sie begreifen, dass Netanyahu sie nicht davor retten kann, er ist doch ein völliger Zyniker, würden sie zumindest denen wehtun, die etwas besitzen. Und immer wenn sie Netanyahu wählen, sehen sie, dass sie dem satten Bürgertum schaden, dass sie den Filmemachern oder den Kulturschaffenden, all diejenigen, die etwas haben, schaden. Die Soziologen haben über dieses Phänomen seit dem 19. Jahrhundert gesprochen. Da ist nichts Neues dran. Aber das Ausmaß des Zynismus ist immens neu. Und
vor Boris Johnson und Jahre vor Donald Trump war Netanyahu der zynische Vorreiter. Er nutzt zynisch ganz aufrichtige Gefühle aus, und zwar um seine politischen Ziele, die auch zynisch sind, durchzusetzen. Das ist Netanyahus Erfindung. Auf diese Art und Weise überlebt er. Seine Botschaft ist im Grunde, wenn er mich wählt, dann tut es ihnen weh. Und die, das können die Palästinenser sein, das können die ausländischen Migranten sein, die er aus Israel heraushaben möchte. Aber es können auch israelische Juden sein, die mehr haben als er. Dieses Versprechen lautet schon nicht mehr, wenn er für mich wählt, dann kann euer Kind die Universität besuchen und selbst ein Start-up gründen. Nein, er sagt, wenn ihr für mich wählt, dann werden die anderen auch kein Gesundheitswesen, kein Start-up mehr haben. Und das funktioniert. Noch interessieren, wie Sie auf das Deutschland von heute blicken, in dem die AfD große Wahlerfolge erzielt. Sie haben uns vorhin verraten im Vorgespräch, dass Sie das zweite Mal in Deutschland überhaupt sind. Das letzte Mal war 1999 hier. Und Sie haben allerdings vor 10 Jahren einen Artikel in der Berliner Zeitung auch veröffentlicht, wo Sie den Deutschen zum 60. Jahrestag des Grundgesetzes gratuliert haben. Mit den Worten, die Deutschen sollen doch stolz sein auf ihre reife Demokratie und das Grundgesetz sei nicht nur ein Garant für Frieden in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Würden Sie diese Worte heute noch genauso wiederholen? Diesen Artikel habe ich aus einer persönlichen Perspektive verfasst. Ich bin in Tunesien geboren. Tunesien wurde von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs besetzt. Meine Mutter musste ab dem Alter von 8 mit dem gelben Stern herumlaufen. Mein Vater war im Zwangslager, wurde fast nach Auschwitz geschickt. Die waren in der Nähe von El Amin, in der Nähe von Sousse. Rommels Kampf hätte dort stattfinden können und sollen. Und die haben im Grunde Rommel daran gehindert, nach Nordafrika weiter einzudringen. Und deshalb bin ich hier oder am Leben. Und das war meine Perspektive. Ich wollte aus dieser Perspektive den Leuten sagen, dass ich Deutschland nicht häufig besuche, aber dennoch glaube, dass sie mit unermüdlichen demokratischen Anstrengungen es geschafft haben, ihre Demokratie zu schützen. Die haben sich und den anderen Völkern vieles versprochen, und das weiß ich zu schätzen. Und die haben ein Recht darauf, diese Verfassung, das Grundgesetz zu feiern. Daran habe ich geglaubt, als ich das vor 10 Jahren schrieb. Ich glaube, die Situation ist immer noch so. Aber jeder Deutsche hat die Pflicht, sehr hellhörig zu sein, sehr wachsam zu sein im Hinblick auf die Prozesse, die sich in Deutschland entspinnen. Wir lesen vieles in der Zeitung, und die Deutschen haben ihr Schicksal in die Hand genommen, haben die Gedenkarbeit geleistet, haben diese wunderbare Demokratie aufgebaut, ein neues Deutschland geschaffen, und jetzt müssen sie diese Errungenschaften wahren. Sie dürfen sich jetzt nicht in die Möglichkeit verlieben, wieder zum alten Deutschland zurückzukehren. Das kann nicht vom einem jüdischen Kind kommen, dessen Eltern fast in dem Holocaust umgekommen sind. Das kann nicht auch aus Israel kommen. Das kann nicht von deutschen Feinden und Freunden kommen. Diese Arbeit müssen die Deutschen selbst leisten. Und insofern würde ich sagen, ja, ich sage immer noch ja, aber es ist ein vorsichtiges, zögernderes Ja als vor 10 Jahren.
damit die Demokratie hierzulande warmherzig erhalten bleibt oder wiederbelebt wird, haben Sie einen kühnen Vorschlag gemacht in Ihrem Text zu den deutsch-israelischen Literaturtagen. Sie fordern nämlich ein Übermaß an Empathie. Friedrich Arni, Sie sagen, das menschenverachtende Gebrüll von rechts, das ist nicht angenehm, aber es gehört dazu heutzutage. Wir brauchen Fakten und Argumente und aber eben auch ein Übermaß an Empathie, um diesem Gebrüll zu begegnen. Vielleicht sollte die Politik per Gesetz Liebe verordnen und Handbücher verteilen mit den goldenen Regeln fürs gegenseitige Umarmen. Liebe lässt sich doch ganz schlecht verordnen. Naja, bin ich mir gar nicht so sicher. Also, das kann man ja lernen. Man kann ja Liebe lernen. Man muss es halt wollen. Das ist ja natürlich auch ein ironischer Text, ja. Also, okay, kommt vielleicht nicht so rüber, aber was ich damit meine, ist ja ganz einfach. Also, dieser Lärm und diese Gehässigkeit, der kann man ja nicht mit, auch Argument ist schwierig, aber man kann ja nicht mit Lautstärke reagieren. Also, das geht ja nicht. Also, manchmal muss man halt. Also ich komme wieder auf dieses Kindbild, das tut mir leid, das ist jetzt gar nicht so überpsychologisch gemeint, aber manchmal muss man einfach, wenn dieses Kind ist irgendwie sauer und boah und schreit, da muss man manchmal einfach hingehen und muss es einfach ganz fest drücken und dann hört es vielleicht auf. Ja. Vielleicht muss man da einfach rüberfahren und die alle mal in den Arm nehmen. Ja, damit sie mal wieder Wärme spüren oder so, irgendwas. Übrigens Menschliches, ja, und nicht nur so theoretisch im Internet unter falschen Namen oder auf irgendwelchen Demos vermummt irgendwie rumlaufen oder halb vermummt rumlaufen. Und also, das ist natürlich eine romantische Vorstellung, aber ich bin halt Romantiker. Wärme lernen, Empathie, das kann man tatsächlich in den Büchern und beim Lesen der Bücher von Friedrich Arni. Wie gesagt, das sind ganz reizende und warm beschriebene Figuren. Man lernt auch sehr viel über die israelische Gesellschaft in dem Roman von Dov Alefon. Da hinten ist der Büchertisch. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen. Die beiden Autoren werden auch signieren. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und für die sehr interessanten Gespräche heute. Tudaraba. Und auf Wiedersehen.